So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Diesmal geht es um den Kampf gegen Artemisia. Wenn wir da dann durchgehen, geht's los. Zu Omega-Weapon. Ja, den wollte ich jetzt nicht im Let's Play noch machen. Weil dafür müssen wir noch mehr trainieren. Ich habe es noch ein paar Mal versucht. Aber es klappt einfach nicht. Wir sind dazu noch etwas zu schlecht. Deswegen machen wir das ein andermal. Und kümmern uns wieder um Artemisia. Und damit dann auch das Ende von diesem schönen Spiel. Auch wenn ich manchmal gemeckert habe. Oh, das Spiel ist schon herrlich. Ach, das versteinert. Ups. Brauche ich den gar nicht mehr angreifen. Na, eigentlich sogar dagegen immun. Hast du dir so gedacht? Ich hab ganz vergessen, dass sie noch Stein gekoppelt hat. Ja, so kürzen wir das wenigstens ein bisschen ab. Wir sind bereit. Und das ist sie. Unser Feind. Seed. Seed, Seed, Seed. Widerlich. Warum kommen sie mir in die Quere? Warum hindern sie mich? Bald wird eine perfekte Zeitkomprimierung eintreten. Ich werde es nicht dulden, dass man mich daran hindert. Ihr werdet darin verschlungen. Eure Gedanken werden auseinandergerissen, eure Hoffnungen erbarmungslos zerschlagen. Gefühle und Erinnerungen werden zerrissen. Ich schicke euch in die Welt der Leere. Es gibt nichts, was ihr dagegen... Nein. Eines könnt ihr tun. Mich als einzig wahre Existenz verehren. Nun, wer will als Erster? Wer wagt es, mich herauszufordern? Ha, gleichgültig wer. Ich werde die Wahl treffen. Wir werden also zufällig zusammengewürfelt. Na toll. Was hast du denn Schönes? Nichts Tolles. Naja, mach nur. Ups, war ein bisschen ganz kurz weg. Ah, das haut schon besser ein. Ach, jetzt haben sie auch noch. Na gut. Wir heilen uns mal. Wir können weiter angreifen. Sind leider verflucht. Können deswegen kein Limit Break machen. Aber die sollen eh sterben. Da kommen nämlich... Ups, die anderen. Ich wollte mich gar nicht heilen. Egal. Na, das wird ja auch nichts nützen.
Bis es lebt noch. Da haben wir mal reingehauen. So, Chris, das müsste gleich ausgetauscht werden, wenn ich mich nicht vollkommen irre. War ich nicht auch falsch? Sog der Zeig verschlungen. Ah, jetzt kommt noch ein Selfie. Warum? Warum kann ich einfach mal Hinoa oder Squall kommen? Schon wieder mal Strom. Doch Zellen wird vom Strom der Zeit verschlungen. Oder vom Sog der Zeit. So, da haben wir wenigstens jemand Gutes da. Was ist für dich die absolute Macht? Je stärker dein Wille, umso größer dein Schmerz. Seht euch die Macht. Ja, toll. Doch war zu schnell. Bio und Tornado. Okay. Okay. Er entzieht uns Zauber. Schlaf. Ah, wohl nix. Okay, drehen uns. Ja. Gedächtnisverlust? Davor habt ihr Angst? Zeig ihnen deine wahre Macht. Zeig es ihnen, Griefer. Der Schockpulsar. Ich will doch gleich mal den Multi aus. Das sieht schon anbietet.
machen? Nö. Was sag ich, Medica? Heil dich mal. Du heil dich auch mal. Bio von Irwin erloschen. Da steht jetzt unser Zauber. Gravit. Nochmal und dann Angriff. Vom Zug der Zeit verschlungen. Hallo, Minoa. Hallo, Cerberus. Hat immer noch dasselbe. Schlaf. Todesurteil. Achso, das kannst du eigentlich nicht sagen. Und ja noch gegen Tod ausgerüstet. Hallo. Das bedeutet gleich ein Ende. Hat er wohl auch, ne? Ja. So. Oh, er macht Sternschnupp. Leider ruckelt das wieder. Ich weiß nicht, warum das bei der PC-Version immer so ruckelt. Schlecht programmiert. Mein Computer liegt es nicht. Da ist auch tot. Das Spiel ist aus. Ich werde Gui verkoppeln. Tja.
gleich eins auf die Mütze. So, nochmal schönes Umziehen. Das ist ja nicht toll. Grobspalte auch noch. Das war's. Ja, passt. Und jetzt sogar ganz. Dunkelheit. Und da kommt was richtig Fieses. Ich bin Artemisia. Ich verschmelze die Zeit. Ich verneine das Dasein. Höllengericht. Mit Sternstück.
Ja, ich dachte, das ist gleich noch, aber irgendwie hält das wohl länger. Gemach. Also schon, okay. Und wieder Höllengericht. Aha. Die kann also trotzdem sterben. Auch wenn sie gegen Tod geheilt ist. Geschützt ist. Interessant. Ich hatte immer noch einen Flair und Honig. Einmal doppelt. Sein Aura schon ja weg. Langsam reicht's aber. Aus ferner Kindheit. Ich hab das nicht gelesen, sorry. Jenes Empfinden, jene Worte, jene Gefühle. Mit dem Erwachsenwerden geht vieles verloren. Die Zeit wartet nicht. Man hält sie fest. Und doch zerrinnt sie.
Oh, schon wieder. Ja, das ruckelt leider. Tut mir leid. Aber am Computer liegt's nicht. Ich bin also 30% ausgelastet. Doch jetzt. Na, oh, leck mich doch am Arsch. Ich hätte doch Item wählen sollen. Oh, sie ist tot. Wir haben es geschafft. Ist es vorbei? Lasst uns zurück in unsere Zeit. Nur mit der Ruhe. Wir müssen uns den Ort vorstellen, an den wir zurück wollen. Nicht die falsche Zeitepoche erwischen. Aufpassen, dass wir nicht in die Zeitspalte fallen. Die Zeit, den Ort, den Menschen, den man liebt. An den Ort, wo ich mich mit Squall verabredet habe. Squall. Ja. Squall, wir gehen zusammen zurück. Wo bist du? Wo? Squall, wo willst du hin? Ich muss sie finden. Squall. Mama. Entschuldigung, haben Sie einen kleinen Jungen vorbeilaufen sehen? Keine Sorge, er kann nirgendwo hin. Das glaube ich auch. Für ihn tut es mir leid, aber so ist es.
Sie lebt noch. Eine Hexe. Ja, Mama. Ich dachte, wir hätten sie. Bitte zurück, Mama. Es ist gut. Sie brauchen nicht mehr zu kämpfen. Diese Hexe sucht nur jemanden, den sie ihre Kräfte vererben kann. Eine Hexe kann nicht sterben, ohne ihre Kräfte zu vererben. Ich weiß es, weil ich auch eine Hexe bin. Ich werde ihre Kräfte annehmen. Ich möchte nicht, dass sie meine Kinder zu Hexen werden. Ich kann noch nicht sterben. Mama. So hat sie die Hexenkräfte bekommen. Ist es zu Ende? Wahrscheinlich. Du hast mich Mama genannt. Wer bist du? Ein Seed. Ein Seed von Blank Garden. Seed? Garden? Der Garden und die Seeds sind deine Erfindung, Mama. Der Garten bildet die Seeds aus, die Seeds kämpfen gegen Hexen. Was redest du da überhaupt? Du bist die Zukunft des Jungen, richtig? Mama. So, geh jetzt bitte, du gehörst nicht hierher. Ich kann sie nirgends finden. Bist du alleine? Wer ist das? Das braucht dich nicht zu interessieren. Du brauchst nichts von all dem zu wissen. Der einzige Squall, der hierher gehört, bist du. Weißt du, wohin du gehen musst? Weißt du, wie du zurückkommst? Schaffst du das alleine? Ich schaffe das schon, Mama. Außerdem bin ich nicht alleine. Ich bin nicht alleine. Weil ich Freunde habe, die mir antworten. Wo seid ihr alle? Rignoa, wo bist du? Zell, Selfie, Christus, Irwin. Rignoa. Ja, ja, er schreit ein bisschen rum. Bin ich alleine? Rignoa, ich will deine Stimme hören. In welche Richtung muss ich gehen? Alleine kann ich nicht zurück. Naja, ihr seht ja, er ruft nach Rignoa. Bin ich wieder alleine? Wo bin ich? Verschollen in der Zeit.
Tja, und damit endet Final Fantasy VIII. Diesen wunderschönen Szenen. Und natürlich nach diesen Bonus-Szenen mit dem Abstand. Wo wir doch mal alle sehen, wie sie glücklich am Leben sind und rumhüpfen. Und damit ist auch für mich Zeit zu sagen, danke fürs Zusehen, für diejenigen, die bis hier zugesehen haben überhaupt. Und auch wenn ich ab und zu bei das Spiel gemeckert habe. Ich liebe es trotzdem. Und wir sehen uns dann im nächsten Final Fantasy wieder, denn es wird weitergehen. Und bis dann sage ich ciao, auf Wiedersehen, genießt den Abspann, tschüss.